Ich meine, vor allem vom Spiegel ist es auch sehr, sehr durchsichtig, total kooptet, also sehr, 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 sehr eng mit den Nachrichtendiensten zusammen. Und man kann also entweder direkt als Geheimdienst, als Nachrichtendienst, man kann seine Propaganda weitergeben an die Magazine. Und wenn die Magazine, also manche, wenn die irgendwann anfangen zu maulen, weil das denen nicht reicht oder weil sie halt sagen, okay, die Propaganda ist zu dick, dann kann der Geheimdienst drohen und sagen, ja, ihr kriegt dann am besten gar nichts mehr. Dann habt ihr keine Insider-Infos mehr und ihr habt nichts zu berichten. Weil ansonsten die Quellen anscheinend, die Quellenlage von diesen Magazinen sind wirklich katastrophal. Es braucht schon wirklich Investigativberichterstatter, wie zum Beispiel diesen Schmidt-Ehenbohm oder Wayne Madsen oder sonst irgendwen. Und jahrelange Arbeit, um all das wirklich aufzudecken. Das ist die eine Methode. Die andere Methode ist, man nutzt einen Mittelsmann, um die Propaganda an den Mann zu bringen. Das haben wir halt eben bei den Pentagon-Papieren gesehen. Oder ich meine, wie viele Fake-Whistleblower gab es in der Vergangenheit? Es gab George Herbert Walker Bush, ehemaliger US-Präsident und CIA-Direktor, der eine PR-Firma anheuerte, die dann Meinungsumfragen durchgeführt hat, Meinungsforschung gefragt hat an die amerikanischen Testkandidaten, was ist für euch das größte Verbrechen? Was ist das größte vorstellbare Verbrechen? Und dann kam halt raus, ja, Babys ermorden. Und schon präsentierte man irgendwie die Tochter eines kuwaitischen Botschafters und sagte, sie ist der Whistleblower, sie hat mit eigenen Augen gesehen, wie Saddams Truppen Frühgeburten, Babys aus ihren Brutkästen gerissen hatten. Was für ein also ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und sie trat auf vor der UNO, vor dem US-Kongress und das half unter anderem auch dabei, den Krieg zu verkaufen. Alle haben zugestimmt zu dem Krieg. Und später kam raus, es war eine blanke Täuschung. Diese Frau war nichts weiter als eine Finte. Fake Whistleblower. Und jetzt haben wir halt eben, wie gesagt, diese WikiLeaks-Situation. Und wir erkennen halt, WikiLeaks legte sich ins Bett mit allen möglichen CIA-Frontorganisationen, allen möglichen Skull and Bones Council on Foreign Relations-Frontorganisationen. Und die Berichterstattung, und man kann das nicht oft genug betonen, die Berichterstattung förderte die Kriegsagenda. Der Spiegel, die New York Times, The Guardian, alles Geheimdienstblätter, The Guardian halt vom MI6. Man nennt ihn den linken Arm des britischen MI6. Und mit diesen Magazinen kooperierte Assange und gab ihnen halt eben diese Dokumente frühzeitig und hat sie wahrscheinlich sogar an die Magazine verkauft. Auch wieder, wie gesagt, limited Hangout. Also vieles Material, was WikiLeaks uns geliefert hat, ist nett. Es ist interessant, wie auch zum Beispiel dieses James Bamford Buch. Viel Material ist nett. Man bekommt so einen Überblick, wie ein Krieg läuft oder wie so ein Nachrichtendienst läuft. Es ist nett, aber der große Spin ist eben unglaublich gefährlich. Also viele Leute, die sowas lesen, fühlen sich dann wie Eingeweihte, als hättest du eine Security Clearance oder als würde man selber reingelassen werden nach Crypto City und man unterstützt dann diesen krassen Apparat, weil man sich halt dann überzeugen lassen, dass das schon alles irgendwie notwendig ist und die Opferzahlen halten sich ja in Grenzen und es ist alles für einen guten Zweck. Jetzt haben wir hier einen Artikel von David Crawford. Die USA und Europäische Union planen Iran-Sanktionen. Die nächste Runde von noch härteren Sanktionen. Weil man sagt, der Iran kooperiert nicht, sie bauen weiter an Nuklearwaffen und sie hören einfach nicht auf. Und jetzt will man so harte Sanktionen verhängen, die die Wirtschaft schwer schaden können im Iran oder bereits schaden, weil die letzte Runde von Sanktionen ist ja noch nicht so lange her. Also man will, es ist mehr oder weniger eine Kriegshandlung. Also du kannst nicht einfach auf Basis von dieser lausigen Propaganda, also der Iran baut Nuklearwaffen und würde sie ohne zu zögern sofort auf irgendwelche Nationen schmeißen. Ich meine, völlig sinnfrei, die nukleare Gegenreaktion würde jedes Land ausradieren. Auf der anderen Seite
auf der anderen Seite, aber es heißt dann zumindest, ja, es ist, Ahmadinejad ist einfach verrückt, er ist der neue Hitler. Wie auch Saddam schon der neue Hitler war, dabei wurde Hitler ja aufgebaut von Skull and Bones, also den Leuten, aus denen George W. Bush und die CIA rauskamen. Also die Realität ist kranker und krasser als alles, was man in diesen Filmen sieht oder was diese Limited Hangout-Bücher uns liefern. Die Realität ist einfach krass. Also, heißt es jetzt, der Iran baut Nuklearwaffen und selbst die Geheimdienste, große Teile der Geheimdienste haben gesagt, das ist Schwachsinn, weil noch ist, sind die Dienste nicht komplett gleichgeschalten. Wir bewegen uns allerdings leider darauf hin. Man macht ja ständig psychologische Tests. Wenn du für die NSA arbeiten willst, machen die mit dir verschiedene Standardtests. Und sie kennen deine Schwächen, deine Sehnsüchte, deine geheimen Sehnsüchte. Sie kennen den Schmutz in deiner Vergangenheit. Und sie können ungefähr abschätzen, wie du reagieren wirst. Wie korrumpierbar bist du? Wie opportunistisch bist du? Es gibt ja auch bekanntere Tests. Man nennt den einen, glaube ich, den Machiavelli-Test. Ich weiß gar nicht mehr, was meine Punktzahl war. Also wenn man unter einer gewissen Schwelle ist, ist man mehr oder weniger ein naiver Trottel. Und wenn man über einer gewissen Schwelle ist, dann ist man laut dem Test ein, also schon ein Soziopath. Also man ist schon wirklich, man hat schon wirklich einen Dachschaden. Und dann gab es diese Episode, die Amerikaner kaufen einen Iraner, der dann behauptet, ja, wir haben total an Atombomben geforscht. Und nach dem einem Geheimdienstbericht, wo es hieß, der Iran hat keine Nuklearwaffen, es würde Jahre dauern, bis sie eine Waffe beieinander hätten. Und dann sagen die Behörden, okay, wir zimmern uns jetzt einen neuen Bericht zurecht und der sagt dann, was wir hören wollen. Genau das gleiche wie vor Saddam. Und welche Zeitung hat vor 2003 gegen Saddam gehetzt, Massenvernichtungswaffen, totale Beweiskraft, Saddam baut Nuklearwaffen, Yellowcake, Uran aus dem Niger und Aluminiumröhren, Zentrifugen. Die New York Times, genau das Blatt, an das sich Julian Assange gewandt hat. New York Times, Judith Miller brachte diese Propaganda. Jetzt heißt es, neue Runde von Sanktionen und die Sanktionen sollen so krass werden, dass der geneigte Analyst kaum zu einer anderen Schlussfolgerung kommen kann als, früher oder später wird der Krieg ausbrechen, weil der Iran gar nicht mehr anders kann. Also entweder lässt sich austrocknen, aushungern oder er greift militärisch ein. Das gleiche wie bei Saddam. Ich lese momentan einen Schmöker, der ist ungefähr so dick, über die Irak-Feldzüge, die vergangenen Irak-Feldzüge und den aktuellen. Und es ist ein Spiegelbild. Also man hat auch neue Forderungen gestellt an Saddam. Es hieß, gib uns alle deine relevanten Wissenschaftler, also alle deine Chemiker, alle deine Physiker, setz sie in Flugzeuge, unsere Flugzeuge, und flieg sie in den Westen. Okay? Und wir werden alle mehr oder weniger befragen. Und wenn Saddam dann gemeint hat, seid ihr wahnsinnig, welches Land würde sowas machen? Dann hieß es im Westen, oh, Saddam kooperiert nicht, der hat was zu verbergen, er kann uns alle umbringen mit seinen Massenvernichtungswaffen. Also sowas Ähnliches haben wir eben jetzt. Und dann gibt es ja Waffeninspektoren, die sagen, es gibt keine Massenvernichtungswaffen hier, es gibt politischen Druck. Wie Dr. David Kelly, die dann sagen, wenn ich meine Klappe weiter aufreiße, dann findet man mich bald tot im Wald. Und man fand ihn auch tot im Wald, Dr. David Kelly. Also so läuft das Spielchen. Das sind unsere Skull and Bones Herrscher, wie George W. Bush und diese ganzen anderen Typen. Und hier ist der Artikel, neuer Selbstmordanschlag. Während eines schiitischen Feiertages eine Moschee wurde gesprengt, 41 Tote, in der östlichen Provinz von Sistan-Baluchistan im Iran. Also es war eine religiöse Zeremonie. Vier Attentäter hätte es gegeben, zwei hatten Sprengstoff an ihren Gürteln, ein dritter wurde erschossen von den iranischen Sicherheitskräften, ein vierter wurde verhaftet, sagte die Fars-Nachrichtenagentur. Interessant, was sie aus diesem Typen wahrscheinlich rausprügeln werden. Ich meine, ich bin der absolute Feind von Folter. Und auch solche Leute haben Rechte. Das ist eben das
krasse in einem Rechtsstaat, was viele verwundert, auch solche Leute haben Rechte. Aber nichtsdestotrotz, nicht alle Informationen, die aus Leuten herausgefoltert werden, sind automatisch falsch. Ich meine, alles, was der Iran sagt, nämlich, hey, der Westen finanziert hier Aufständische, schickt Geld an oppositionelle Gruppen, alles, was aus dem Westen kommt, spioniert hier nach Strich und Faden, westliche Nachrichtendienste finanzieren Terror in unserem Land. Und jedes Mal, wenn der Iran sowas sagt, heißt es in der westlichen Presse, oh, was für lächerliche Theorien. Dabei ist es alles längst zugegeben. Und ich bin gespannt, was dieser Gefangene alles erzählen wird. Der Vize-Innenminister Irans, Ali Abdollahi, für Sicherheit zuständig, sagte, man hätte Beweise, dass Geheimdienste eben diese Bomber unterstützt hätten, diese Attentäter. Press TV aus dem Iran berichtete, die Sprengstoffgürtel stammten aus Saudi-Arabien. Auch eine Skull and Bones Hochburg und britisches Königshaus und so weiter und so fort. Und dann zugegeben, oder sich bekannt für den Anschlag, hat sich die Jundullah. Die britische Presse sagt hier, ja, es gibt die Verschwörungstheorie, dass die Jundullah aus dem Westen finanziert sein sollte. Der letzte große Bombenanschlag war im Juli auf einer Moschee in der Provinzhauptstadt Sahedan. Es hieß, dieser Anschlag wäre eine Rache gewesen für die Exekutierung des Gruppenführers Abdolmalek Rigi. Und dieser Rigi war der totale Westagent den konnten sich die Iraner anscheinend schnappen. Haben ihn vor nicht allzu langer Zeit, vor wenigen Monaten hingerichtet, gehängt glaube ich. Und dann für den Rest des Artikels heißt es hier, oh, der Iran verhaftet Journalisten und der Iran ist furchtbar. Das mag sein, nur das Problem ist, diese ganzen, also viele Leute im Iran werden eben rekrutiert von westlichen Diensten, von sogenannten NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, die alle schöne Namen haben. Also es ist ähnlich wie Freedom House, alles militärisch-industrieller Komplex, George Soros. Also diese Gruppierungen, Soros hatte ja mitgeholfen in Zusammenarbeit mit der CIA bei den Farbenrevolutionen, unter anderem in Georgien oder die Ukraine. Also da arbeitet die CIA und die NGO Hand in Hand. Und deswegen muss ein Staat wie der Iran einige Leute verhaften und ausquetschen, leider mit Folter und so weiter und so fort, um rauszufinden, woher die Bedrohung ausgeht und wie groß die Bedrohung ist und so weiter und so fort. Wo der nächste Anschlag passiert, also wirklich furchtbar. Hier war unser Artikel vom 23. Juni auf Infokrieg TV. Abdolmalek Rigi wurde hingerichtet. Der Bruder von Rigi sagte zu Reportern 2009, wir haben uns mit US-Funktionären vor 4 Jahren in der US-Botschaft getroffen. Und die US-Funktionäre versprachen uns zu helfen. Geld, Waffenaufträge bekamen wir von Amerikanern. Es heißt, von 2005 an hätte Malik in Karachi und Islamabad mehrere vertrauliche Treffen abgehalten mit FBI und CIA-Agenten. 2007 enthüllte ein Bericht des Sunday Telegraph, eine britische Zeitung, dass die Jundullah von der CIA geschaffen worden war, um mit Hilfe von Terroranschlägen einen Regimewechsel im Iran herbeizuführen. Es gab auch irgendwie eine Presseerklärung von George W. Bush, wo er gesagt hat, ja, wir finanzieren so ein paar Gruppen, die uns im Iran helfen. Und die Jundullah griff auch schon Mahmoud Ahmadinejads Fahrzeugkolonne an, tötete dabei mindestens einen Leibwächter. Und man tötete halt ringsherum Zivilisten, Leute von der Palastgarde, einen 13-jährigen Schüler und. Und dann kam Newt Gingrich, ehemaliger Sprecher des US-Repräsentantenhauses, und sagte, wir sollten verdeckte Operationen benutzen, um eine Treibstoffkrise zu schaffen, um das iranische Regime auszutauschen. Wir sollen mit verdeckten Operationen Irans Gas- und Ölindustrie sabotieren. Und das sagte Newt Gingrich zur UPI, zur Presseagentur. Und Newt Gingrich ist, glaube ich, auch einer von diesen Typen, die jetzt sagen, hängt Julian Assange, ich bin der größte Feind von Julian Assange.
Währenddessen kooperiert Julian Assange und WikiLeaks mit dem Establishment.